Schneeleis stäuben vom Himmel fällt, ein Reiter vor Jalalabad hält. Wer da? Ein britischer Reitersmann. Bringe Botschaft aus Afghanistan. Afghanistan, er sprach es so matt, es umdrängt den Reiter die halbe Stadt. Sir Robert Sale, der Kommandant, hebt ihn vom Rosse mit eigener Hand. Sie führen ihn steinerne Wacht aus ihn. Sie setzen ihn nieder an den Kamin. Wie wärmt ihn das Feuer, wie labt ihn das Licht? Er atmet hoch auf und dankt und spricht. Waren 13.000 Mann von Kabul, unser Zug begann. Soldaten, Führer, Weib und Kind erstarrt, erschlagen, verraten sind. Zersprengt ist unser ganzes Heer. Was lebt ihr draußen in Nacht umher? Ihr hat ein Gott die Rettung gegönnt. Seht zu, ob den Rest ihr retten könnt. Robert stieg auf den Festungswall, Soldaten, Offiziere folgten ihm all. Sir Robert sprach, der Schnee fällt dicht, die uns suchen, sie können uns finden nicht. Sie irren wie Blinde und sind uns so nah. So lass sie's hören, dass wir da, stimmt dann ein Lied von Heimat und Haus. Trompeter blast in die Nacht hinaus. Da hoben sie an und sie wurden's nicht müd. Durch die Nacht hin klang es Lied um Lied. Erst englische Lieder mit fröhlichem Klang, dann Hochlandslieder wie Klagegesang. Sie bliesen die Nacht und über den Tag, laut wie nur die Liebe rufen mag. Sie bliesen, es kam die zweite Nacht. Umsonst, dass ihr ruft, umsonst, dass ihr wacht. Hören sollen, sie hören nicht mehr, vernichtet ist das ganze Heer. Mit 13.000 der Zug begann. Einer kam heim aus Afghanistan. Das Gedicht hat Theodor Fontane 1859 geschrieben und beschreibt einen Vorgang von 1842, als eine britische Interventionsarmee bei ihrem Abzug buchstäblich vernichtet wurde durch aufständische Clans, die es damals in Afghanistan auch schon gab. Das war der erste britisch-afghanische Krieg. Insgesamt gab es 3 britisch-afghanische Kriege. Das war das Spiel Russlands und des britischen Imperialismus um Einflusssphären in Zentralasien. Großbritannien verfolgte eine Einkreisungsstrategie und immer wieder hat Großbritannien versucht, die Marionettenregime in Afghanistan zu installieren und eigentlich immer mit demselben Ergebnis. Und wie heißt es so schön, wer aus der Geschichte nicht lernt, ist gezwungen, sie zu wiederholen. Frau Merkel übernimmt im Namen Deutschlands die Verantwortung für 142 tote Zivilisten in Afghanistan. Was heißt hier im Namen Deutschlands? Ich bin von Anfang an gegen diesen Krieg und ich möchte mich dagegen verwahren, dass die Bundeskanzlerin auch in meinem Namen spricht. Ich übernehme nicht die Verantwortung für diese Morde. Wenn es da oben brenzlig wird, ruft man das Volk da unten zur Mitverantwortung auf. Das ist eine merkwürdige Solidarität. Nein, Frau Merkel soll das Massaker ganz allein mit ihrer militärischen Führung verantworten. Leserbrief im Neuen Deutschland, Anfang Dezember 2009.